Einen wunderschönen Hallihallo. Ich weiß, es hat jetzt lange, lange gedauert. Schande über mein Haupt, aber wer mich auf Instagram verfolgt, hat einfach gesehen, dass ich die Zeit für meine Tochter genutzt habe, denn das ist unwiederbringliche Zeit, die man miteinander hat. Und da ist einfach keine Zeit für Videos gewesen, weil mein Kind ist sehr fordernd, braucht mich sehr viel und dementsprechend muss ich in den Zeiten, wo ich mal ein bisschen Luft habe, mich um den Haushalt kümmern. Und abends eben zum Nebenjob und da war einfach keine Zeit zu filmen. Deshalb, ich bin wieder da. Ich habe mir ein Bearbeitungsprogramm geholt, um quasi unseren Alltag ein bisschen zu filmen, weil ich möchte unser Kind einfach nicht unverpixelt zeigen. Das geht auf gut Deutsch gesagt niemandem was an. Und dementsprechend hat das jetzt einfach gedauert und heute ist schlecht Wetter. Stefan hat sich unsere Tochter geschnappt und verbringt gerade Zeit im Wohnzimmer. Ich höre sie im Hintergrund quietschen. Sie will halt einfach zu mir. Und deshalb fangen wir gar nicht, machen wir gar nicht lang rum, auf gut Deutsch gesagt, sondern fangen direkt an mit unserem Aufgebraucht-Video. Das ist jetzt so ab Januar. Da ist nicht wirklich viel jetzt leer geworden, weil ich stellenweise, bin ich auch ganz ehrlich, an manchen Tagen einfach keinen Bock habe, mich zu schminken und so weiter. Weil, ja, wenn gutes Wetter ist, dann gehst du einfach gleich raus. Auf dem Spielplatz bockt es jetzt niemanden, ob du geschminkt bist oder nicht. Wenn es ganz schlimm aussieht, dann halt, ja, Sonnenbrille auf. Mache ich dann auch. Ich bin auch mittlerweile so eine Mutti geworden, wo hin und wieder einfach mal hier diese zu der Dutt-Fraktion gehört. Aber ja, wenn ich jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit wieder habe für mich und sie kommt jetzt quasi erst in die Phase, dass sie sich auch mal in diese 20 Minuten allein beschäftigt, dann möchte ich diese Zeit auch nutzen, weil ich möchte sie einfach auch nicht irgendwie dauernd vor der Glotze parken, nur damit ich mich dann hübsch machen kann. Das finde ich dann einfach auch nicht ganz so cool. Deshalb fangen wir an mit Haushalt. In dem Jahr ist natürlich wahnsinnig viel leer gegangen, ganz klar, auch so Kindergrusch, da habe ich mich durchgetestet, aber ich habe es jetzt wirklich aufs Minimum reduziert, weil über Feuchttücher und sowas können wir in Vlogs reden, das hat in einem Aufgebraucht-Video für Haushalt und Kosmetik nicht wirklich was zu suchen. Einmal aufgebraucht, jeder kennt's, das Froschwaschmittel in Aloe Vera, damit wasche ich ihre Stoffwindeln, ja, richtig, wir benutzen daheim Stoffwindeln, weil mir... Ich bin ganz ehrlich, mir ging das ultra auf den Sack. Diese Menge an Müll, was so Einwegwindeln verballern. Unglaublich. Wir haben eine größere Tonne gebraucht. Wir brauchen ständig diese Kassetten von diesen Windeleimer. Das ging mir wirklich auf den Zeiger. Deshalb daheim haben wir Stoffwindeln. Da kann ich euch gerne im Vlog mal was drüber erzählen. Ist nicht immer ganz so appetitlich, wenn man da gewisse Körperausscheidungen auswaschen muss. Ja, aber das macht deutlich weniger Müll und... allein das ist schon wirklich sehr, sehr viel wert. Und zum Waschen habe ich eben da Frosch genommen und eben einen Waschzusatz von der jeweiligen Firma eben. Also Bambino Mio nutzen wir daheim und solche anderen No-Name-Stoffwindeln und damit werden die gewaschen. Deshalb ging das hier einmal leer. Also Stoffwindeln wasche ich vielleicht so zweimal die Woche, weil ich habe wirklich viele gekauft, dass ich da halt nicht jeden Tag umeinander rennen muss, zwei Waschgänge machen muss und so weiter. Luft trocknen, das dauert halt auch seine Zeit, deshalb haben wir viele Windeln. Dann einmal von Dumol, diesen Duftstein. Ihr wisst, ich stehe ja auf so Duftzeug fürs Klo. Das darf gerne nach Klo bei mir riechen. Das war jetzt mit Zitrone. Ja, kann man nicht viel so sagen. Hat seinen Sinn erfüllt. Dann habe ich nach 100 Jahren mal leer gemacht so eine Box hier für ja, Darmhygieneartikel. Braucht man die irgendwie, dass sie gut riechen oder was? Keine Ahnung. Der Müll wird oft geleert. Kaufe ich jetzt definitiv so nicht mehr weiter. Und dann ging leer. Das ist so mein, ja, mein Go-To irgendwie, Sacrotan-Reiniger, um quasi ihren Kinderstuhl zu reinigen. Weil hin und wieder, wer kleine Kinder hat, der weiß, landet überall alles. Und da findest du manchmal echt in interessanten Stellen noch irgendwelche Tomatensoße. Deswegen ist das hier also auch dieses Jahr ein paar Mal leer gegangen. Muss man das desinfizieren? Wahrscheinlich nicht, aber fürs gute Gewissen ja. Jetzt kommen wir... noch einmal zu einem Zitronenreiniger. Ja, war ganz in Ordnung, kommt aber wie gesagt niemals an meinen Dumol-Schaum hin. Finde ich viel, viel besser. Ja, warum schmeiße ich jetzt das Zeug nicht hinter mich? Ich sitze hier auf unserem Bett, also ich bin ins Kinderzimmer gezogen. Wir haben ein großes Bodenbett und ich schlafe bei ihr und ich will da jetzt natürlich nichts ins Bett reinwerfen, was vielleicht noch irgendwelche Flüssigkeiten verlieren könnte. Sonst muss ich das Bett gleich nochmal beziehen, habe ich auch keinen Bock drauf. So, leer gemacht haben wir ein paar Zahnbürsten, ganz normal, irgendwelche No-Name-Teile, Hauptsache weich. Ihr wisst, weich ist das, was man benutzen soll. Bei ihr haben wir jetzt auch von Dontodent die ersten Zähnchen.
tue ich natürlich auch entsprechend oft, eigentlich jeden Monat, wie bei uns auch, auswechseln. Man empfiehlt alle 3 Monate. Ich hingegen finde es halt ein bisschen eklig, 3 Monate dieselbe Zahnbürste zu nehmen. Deshalb haben wir davon echt, echt viel verbraten. Dann fand ich ganz gut Altera Aloe Vera Augenfluid. Fand ich super. Würde ich mir sowieso, was, sowieso, würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Das einzige Problem, was ich habe, bei uns haben die irgendwas am Wasser gemacht. Es stinkt nach Chlor. Wir haben inzwischen auch so einen ultra tollen Wasserfilter da eingebaut. Aber ich habe hier so wahnsinnig trockene Haut. Das spannt teilweise richtig. Ich glaube auch, dass das Micellenwasser nicht ganz so cool ist, was ich momentan benutze. Da muss ich sagen, hat die Creme aber nur bedingt geholfen. Aber hier unten einfach, um ein frisches Gefühl zu haben, war die in Ordnung. Ich sehe hier gerade noch einmal, ihr kennt die Dinger. Einfach nur, dass das Wasser im Dings blau ist. Jetzt haben wir aber, glaube ich, vom Haushalt alles. Dann nehme ich mal wahllos raus Isana Augen-Make-up-Entferner. Ihr wisst, da schwöre ich auch schon viele, viele Jahre drauf. Habe allerdings kein Backup. Ich mache das momentan mit Micellenwasser. Ich ging nicht mal leer. Ich hab's mal wieder versucht. Rexona und ich, wir kommen irgendwie immer wieder zusammen. Und irgendwie stelle ich dann immer fest, dass das funktioniert mit uns nicht. Wir müssen uns trennen. Und genauso ist es bei diesem Rexona-Stick. Meine Stinkedrüse stinkt. Ist einfach nichts. Ich kann mir da wirklich alle Mühe der Welt geben, ja. Ob ich jetzt ein alufreies Deo benutze oder nicht, es stinkt. Ich muss definitiv wieder zu meinem Garnier zurück. Dann habe ich auch nicht leer gemacht, weil ich habe das Gefühl, das ist gekippt. Das ist so ein bisschen, das riecht irgendwie ranzig. Vielleicht riecht es auch so, keine Ahnung. Garnier Oil Beauty. Da spricht mich ja die Verpackung total an. Habe ich irgendwann mal in dem Jahr jetzt benutzt, dann irgendwie wieder nicht mehr. Ich habe es irgendwie mit dem Eincremen generell nicht so. Ich bin da ein bisschen sehr nachlässig. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt eine andere Bodylotion, ich glaube von Dove mit Kokosnuss. Da merkst du halt, dass du was draufgeschmiert hast danach. Hast du ein schönes Hautgefühl. Das ist supi, aber da irgendwie eine Nullnummer. Dann habe ich auch so ein bisschen, ihr seht, meine Haare verdunkelt, ein anderes Blond, weil Mami gedacht hat, so ja, jetzt bist du Mutter, jetzt musst du mal ein bisschen natürlicher werden, wem es nicht aufgefallen ist. Ich habe auch jetzt einen Schnabel, ich habe mir die Lippen aufspritzen lassen. 0,8 Milliliter. Ist schon ein bisschen schnabelmäßig, ne? Aber ich finde es gut, ich finde es hübsch, also. Es hat mich aber auch tatsächlich noch keiner irgendwie groß angesprochen. Also die, wo gewusst haben, dass ich das aufspritzen lasse, ja, aber nur niemand anders in meinem Umfeld hat irgendwas zu meinen Lippen gesagt. Also kann es nicht ganz so schlimm aussehen. Soviel zum Thema Natürlichkeit. Und dann habe ich einfach auch meine Haarpflege ein bisschen umgestellt, weil ich mich ein bisschen mehr daran gehalten habe, was so diese großen Friseurmeister, Influencer, DK-Hairstyler, Dejan und so weiter habe ich abonniert. Und mache so ein bisschen das, was die sagen. Und ich merke da tatsächlich schon den Unterschied. Und habe da auch, wie gesagt, jetzt viel umgestellt, viel bestellt, viel hochwertiges Zeug. Nicht hochwertig, aber sehr, sehr gut ist das Isana Med jeden Tag Shampoo. Solche Sensitiv-Shampoos werden immer angepriesen von denen. Und die benutzt auch Stefan und seine Kopfhaut ist auch definitiv besser. Stefan hat ja immer das Problem mit juckender Kopfhaut. Und kratzt sich dann auch nachts im Schlaf gern mal blutig. Aber damit ist alles tutti. Da habe ich auch leer gemacht, weil das empfohlen wurde. L-Vital Hyaluronic. Das ist ja auch. Wer macht denn das in der Werbung? Keine Ahnung. Irgendeine Schauspielerin kann das auch nicht aussprechen. In der Werbung, so ungefähr ist es bei mir auch. Das hier fand ich sehr, sehr gut. Das spricht mich alles an. Die Verpackung finde ich mega cool. Sieht sehr edel aus und ich finde das Ergebnis dieser Spülung sehr, sehr gut. Dann habe ich aufgebraucht, wo ich eben noch blonder war. Ich bin tatsächlich erst seit ein paar Wochen so dunkel. Dunkel ist ja an sich nicht, für mich aber schon dieses, ich nenne es immer Pornoblond. Ich wünsche es mir oft zurück. Und manchmal denke ich mir, nee, natürlich ist schon ein bisschen besser. Du bist ja jetzt Mutter und alt und du wirst jetzt 35 und eine alte Dame. Da habe ich dann halt eben noch hier diese Maske gehabt. Ebenfalls von L'Vital. Die war auch in Ordnung für dieses Pornoblond. Dann habe ich auch auf Empfehlung die Garnier Fructis Aloe Vera Hair Food Geschichte. Die war soweit okay. Aber mehr als okay würde ich die tatsächlich nicht betiteln. Also die hat gut die Haare entwirrt. Wahrscheinlich auch gut versiegelt. Die Schuppenschicht. Aber so richtig dieses.
Ich habe jetzt gut durchfeuchtete Haare, hatte ich damit nicht. Egal, ob ich das lange einwirken ließ oder nicht, würde ich jetzt so nicht unbedingt kaufen. Jetzt gibt es ja wohl das mit Ananas, was wohl ganz toll sein soll. Das werde ich mir dann irgendwann mal zu Gemüte führen. Habe ich leer gemacht. Bad Head Tichy, das rote Resurrection Shampoo und Conditioner. So sieht der Spaß aus. Ekelhaft fand ich den Geruch davon. Ich hatte auch das Gefühl, es ist gekippt, aber vielleicht sind es auch nur die Hormone gewesen jetzt in der Zeit. Keine Ahnung. Ich muss aber sagen, davon habe ich relativ schnell fettige Haare gekriegt. Also ich bin mittlerweile so, ich muss nur noch zweimal in der Woche meine Haare waschen, was voll der Bonus ist, voll gut ist. Und da habe ich schon gemerkt, so ja, zweiten Tag tatsächlich schon, es wird etwas fettig. Daher würde ich jetzt das nicht unbedingt nochmal kaufen. Ich habe jetzt anderes, hochwertigeres Zeug, was besser funktioniert. Dann war ebenfalls auch immer eine Empfehlung von den beiden, dieses Liquid Silk. Das finde ich auch super, super gut. Also da bin ich mega zufrieden. Das fühlt sich gut an. Das lässt die Haare super aussehen. Ganz nice Sache. Ist schon nachgekauft tatsächlich. Genau wie dieses das Lilane. Und was haben wir denn hier? Für die Haare habe ich noch. Das habe ich jetzt leer gemacht. Und das ist mein Liebling. Das ist von Revlon. Equave Instant Detangling Conditioner. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist affen geil, das Zeug. Das Zeug hat einen immensen Unterschied in der Haarpflege gemacht. Jetzt nicht nur beim Kämmen. Ich versuche auch meine Haare nicht zu kämmen, wenn sie nass sind. Aber sind sie trocken nach dem Waschen und ich versuche sie zu kämmen. Ob ich es jetzt luftgetrocknet habe oder geföhnt habe. Ihr wisst ja, ich hasse Haare föhnen. Ich kriege das halt dann einfach nicht mehr so gut auseinander und irgendwie stehen die dann in alle Richtungen und damit kann man das sehr gut bearbeiten, dass man es gut kämmen kann. Daher, das ist jetzt schon in der lilanen Variante in Benutzung für blonde Haare. Ich weiß nicht, ob das eine aufhellende Wirkung hat oder nicht, keine Ahnung. Aber das kann ich euch empfehlen. Das ist wirklich ein Game Changer. Aufgebraucht habe ich eine sehr schöne Seife. Hier, Meeresluft. Super cool von Isana. So Strand- und Beach-Sachen in Richtung Sommer finde ich immer gut. Es gab eigentlich kaum was ich bisher in den Drogerien gekauft habe, das irgendwie blöd gerochen hatte. Daher sehr nice. Dann habe ich hier auch noch eine... Ich habe so ein bisschen rumbestellt und ich habe auch günstige Sachen bestellt. Und da ist eine Firma, die nennt sich Carlos und die hat eine Mango-Haarkur. Und die fand ich tatsächlich auch ganz gut. Jetzt verurteilt mich nicht, ich kenne mich mit Inhaltsstoffen nicht aus, ich bin da jetzt nicht belesen, ich mache halt das, was die Instagrammer mir mittlerweile sagen, aber so für Haarkur hin und wieder nehme ich auch mal so Billigzeug vom Versand, ja, und da muss ich auch sagen, das war eine sehr gute Haarkur, hat aber jetzt nicht überwiegend arg nach Mango gerochen. Dann habe ich von meinem Friseur, mein Friseur ist ja ein ganz süßer, der macht jetzt seinen Meister und macht sich dann selbstständig und der verlegt dann quasi seine Arbeitsstätte, der wird einen Laden übernehmen nach Sindelfingen und dann muss ich da immer hin. Ich folge diesem jungen Mann. Das war der erste, wo wirklich zu mir klipp und klar gesagt hat und ihr wisst, ich bin ein Freund von solchen Ansagen, ich schneide dir deine Haare, wie du willst. Ich schneide dir auch nur das ab, was du willst, aber das ist scheiße. Dir gehören die Haare mal richtig geschnitten, Fräulein, und dann gehört es mal richtig gepflegt. Und der gibt mir auch immer so Tipps, was ich da nehmen könnte und so weiter. Und da ist halt dann einfach viel Länge abgegangen irgendwann mal. Also sie sind jetzt nicht mehr ganz so lang. Die gingen mal runter fast bis zum Hintern, aber die haben halt einfach zerfressen ausgesehen. Und wie das halt immer ist mit blonden Haaren, du musst halt schneiden, du musst halt machen. Haben wir viel abgeschnitten. Und der hat mir auch von Alcina, keine Ahnung, mal so eine Probe mitgenommen. Dieses, ach schon wieder, Hyaluron. Ah, da funktioniert es mitgegeben. Das war eine Spülung. Pflege Stufe 5, Feuchtigkeit Stufe 9. Kann ich so unterschreiben. Hat die Haare super gemacht. Werde ich mir definitiv bestellen, diese Reihe. Ganz toll. Dann habe ich bei Lea Micellenwasser Kaktusfeige. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich so trockene Haut oberhalb den Augen hier habe. Das brennt nicht, das hat alles gut runtergenommen, war alles gut soweit, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Micellenwasser einfach nichts für meine Augen sind. Daher würde ich mir das jetzt nicht nachkaufen. Ich habe momentan dieses Vitamin C-Teil von Nivea in Benutzung, ist genau das gleiche, würde ich jetzt keinen Unterschied merken. Allerdings auch hier oben, naja, trocken.
Dann hatte ich mal so für zwischendurch hier Micellenreinigungstücher von Nivea. Die waren nix. Ich habe ja früher total auf diese blauen Nivea-Tücher abgefahren. Aber das hier hat gebrannt, das war nix. Das hat es auch nicht gut runtergenommen. Ich habe das mal für einen Wochenendtrip oder was genommen und dann daheim eben aufgebraucht. War jetzt nicht so meins, war nicht ganz so cool, nee. Kann ich nicht empfehlen. Dann in Zeiten von, ich bin Mutter, ich habe Windeln, die es nur online gibt, musste halt auch mal online andere Sachen bestellen, um auf einen gewissen Mindestbestellwert bei gewissen Drogerien zu kommen. Ja, was ich ganz blöd finde, das verleitet nämlich immer zum Kaufen. Und dann habe ich eben auch mal Duschgels einfach nur nach dem Titel ausgesucht. Und da war zum Beispiel CD, Morgenfrische Wasserminze und Gurke. Ein ganz Mikro, mini, mini Hauch an Duft drin, hat natürlich sauber gemacht, die Haut war in Ordnung, hat nicht gebrannt, alles toll. Aber das war halt so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, so, das werde ich mir jetzt im Laden wahrscheinlich nicht gekauft, weil es halt nicht riecht. Bei mir riecht es sowieso nie lang, ja, also ich rieche nie nach irgendwelchen Seifen, Duschgelen oder so. Aber das war einfach so ein Hauch von nichts, hättest du wahrscheinlich auch Kernseife nehmen können. Dann von Isana, Creamy Dreams Creme Dusche, sanfter Duft nach Mandel und Veilchen. Sehr nice Sache. Hat sehr erwachsen gerochen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich so Teenie-Düfte mag. Habe jetzt auch schon von Bilou diesen Cola-Schaum, ja, was ich ganz toll finde. Ja, da kommt der Teenie in mir wieder raus. Und ganz, ganz toll fand ich von Isana dieses Magic Love Parfum Deo. Hat mich natürlich nach einer Weile auch stinken lassen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber so zum Zwischendrin mal kurz auffreshen für den Spieli war das echt gut. Ich habe jetzt das Ganze noch in so einer rosanen Version. Mega, kaufe ich mir definitiv wieder. Dann kann ich nicht mehr ganz so viel zu den Sachen hier sagen. Es sind halt einfach irgendwelche Zahncremes. Ihr wisst, immer sensitiv, immer irgendwelche Sachen, die nicht unbedingt so Weißmacher-Sachen enthalten. Dann ging natürlich irgendwann mal auch Zahnband leer. Ja. Ein tägliches Muss morgens und abends, sonst fühle ich mich echt ekelhaft. Dann muss ich sagen, das ist tatsächlich die erste Creme, wo ich sage, das Produktversprechen wird eingehalten. Das ist von Garnier Bio. Ob das jetzt so Bio ist, können wir mal dahingestellt lassen. Mit Vitamin C Glow. Ja, die hier ist das. Und da bin ich ganz ehrlich, wenn du die aufträgst, du hast wirklich ein Glow im Gesicht. Du siehst wirklich fresh aus für so ein paar Momentchen halt, ne? Aber du schmierst es drauf, guckst in den Spiegel und denkst, oh, ganz so scheiße siehst du gar nicht aus, ungeschminkt nach einer durchzechten Nacht mit Kind. Geht, ja, so, super Produkt, würde ich mir wieder kaufen. Habe allerdings momentan von Balea das Vitamin C Cremchen in Benutzung. Das hat definitiv nicht so einen Glow-Effekt wie das. Also das könnt ihr euch kaufen, so für den Moment, wenn ihr mal geschwind den Postboten erwartet oder so, könnt ihr euch das drauf schmieren und ihr denkt, Mensch, sind die Frau frisch aus. Für den Moment, ja. Dann habe ich aussortiert, hatte ich mir irgendwann mal gekauft, letztes oder vorletztes, ich glaube sogar schon vorletztes Jahr, von Rival de Loupe, diese Blushed Eyeshadow Palette hier. Ja. Die ist so gut wie nicht benutzt. Die ist einfach scheiße. Ups, rausgefallen. Die ist einfach nix. Die Farbabgabe ist nix. Das hält nicht. Das, also für Kindergeburtstagsschminken vielleicht ja, aber mehr auch nicht. Also ist jetzt aber auch nicht ganz so übel. War ja jetzt nicht so teuer. Würde ich jetzt nicht nochmal kaufen. Dann habe ich von Bourjois Paris. Ich versuche nämlich momentan aufzubrauchen, rauszuschmeißen, auszusortieren. Intense Extra 03. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das sein soll. Das ist wahrscheinlich so ein 3-in-1 Produkt oder was. Das ist, könnte ein Lidschatten sein, ein Blush könnte man es nehmen. Da geht einfach nichts ab an Farbe. Da kann man rumrubbeln wie eine Irre. Das kannst du nass machen, da kannst du mit der Zunge drüber schlecken und das glitzert nur ein bisschen oder nicht. Daher ist das aussortiert. Nein, ich hänge meine Zunge nicht in meine Kosmetik hinein. Nein. Dann habe ich leer gemacht. War letztes Jahr im Frühjahr ganz cool, diese Farbe. L'Oreal Perfect Match Nude in der 0,5 bis 2 sehr hell. Das hat auch echt gut gepasst, aber irgendwie ist meine Haut jetzt so ein bisschen
verändert, geändert, keine Ahnung, aber das ist schon so weiß wie das hier hinten. Also das würde ich jetzt so nicht nochmal nehmen, aber das Make-up an sich hat mir gut gefallen. Da ist eine Pipette bei. War super Make-up, aber würde ich mir jetzt halt nicht mehr in der ganz hellen Farbe kaufen, weil es nicht mehr passt. Dann habe ich es mal wieder versucht. Ich versuche es immer wieder, weil ich die Hoffnung habe. Ich habe ein Produkt gefunden, das funktioniert so. Das ist dieses Trend-It-Up Cream-to-Powder, weiß ich nicht, wie das heißt. Ihr wisst, was ich meine. Das, was überall ausverkauft ist. Ich habe das gehabt. Meine Tochter hat es irgendwo hin entführt und ich finde es einfach nicht mehr. Ich finde es nicht mehr. Ja, weil sie greift halt hin und wieder in die Sachen rein. Dann habe ich von Rival Loves Me One for All Skin Matcher. Und das ist auch wieder so ein Umpa-Lumpa-Produkt. Also wenn du an Ostern eine Karotte sein möchtest, dann kannst du das hier mitmachen. Super Sache dafür. Dann habe ich aussortiert, das ist noch ein Relikt aus irgendeiner Beautybox von EB, keine Ahnung, Aids Rebelle Cosmetics, ein ja, Lippenstift. Und der hat eine so ekelhafte Farbe. Das sieht wahrscheinlich jetzt gar nicht so schlecht aus. Es sieht nur an mir ultra bescheuert aus. Ich sehe damit aus, als hätte ich mich mit dem Kinderschminkkasten bearbeitet. Ja, also ich habe das mal drauf geschmiert, weil neue Lippen und so, und dann musste ja schmieren. Uah. Ich habe mich nur angeguckt und habe gedacht, so, nee. Nee. Wir haben zwar Fasching und wir haben hier überall um uns herum Faschingsvereine im Ländle, aber nee. Nee, einfach nein. Dann ging er wieder leer, ihr wisst. Dazu sage ich nichts mehr. Wie immer, super Sache. Das hier war Miss Curvy Waterproof von Rival Loves Me. Ja. Kommt nicht an die von Essence. Oder ist das Essence hier? Ja, kommt da nicht ran, war okay. Und dann habe ich mir online ein paar Sachen bestellt. Und das ist so das Fail-Produkt des Jahres bisher. Das ist von Essence Lash Like a Boss. Instant Volume und Length in Ultra Black. Die Verpackung mega cool. Voll meins. Ganz nicer Scheiß, auf gut Deutsch gesagt. Die Bürste sieht auch so gut aus, ja. Aber dieses Zeug trocknet ungefähr niemals. Also wenn du eine Stunde später niesen musst, nachdem du es aufgetragen hast, dann hast du hier unten die Striche. Es tut gar nichts. Also wenn mein Chef solche Wimpern haben wollen würde, wie das hier, dann würde ich sagen, war ein Fail, Junge. Das macht nichts. Das macht nicht einmal Stummeln. Das macht gar nichts. Also das war einfach. Ich will die auch gar nicht weiter benutzen. Ihr wisst, ich benutze Zeug auch, wenn ich es richtig blöd finde. Aber das nervt mich nur, weil ich habe keinen Bock, den halben Nachmittag oder den halben Tag dann so rumzulaufen, in der Hoffnung, dass ich nicht niesen muss, dass ich mich da jetzt nicht irgendwie vollschmier. Ja? Weil da hängt es dann hartnäckig an der Haut. Aber an den Wimpern funktioniert es nicht. Keine Ahnung warum. Ja, das war es tatsächlich schon. Wir waren schon etwas schneller fertig als geplant. Wie gesagt, es kommen jetzt wieder vermehrt Videos. Ich muss mich allerdings in die Vlogs noch ein bisschen reinfuchsen, wie ich eben mein Kind unkenntlich mache, weil ihr wisst, wenn man ein Kind hat und man mehr oder weniger den ganzen Tag alleine ist, dann hast du nicht so die Zeit, dich mit solchen Themen zu beschäftigen, weil es dann halt irgendwie neben dir quietscht. Weil solche Sachen wie alleine mal aufs Klo oder so, mal was lesen, funktioniert halt auch nicht mehr. Rechts steht Nettie, links meine Tochter. Beide quietschen, beide wollen was von mir. Und ja, nicht ganz so easy die Geschichte. Deshalb. Ich fuchs mich rein, ihr werdet mich wieder öfters sehen. Ich danke euch fürs Zusehen, ich danke euch für die Treue, die ihr mir gehalten habt, dass ihr auf mich gewartet habt und wir sehen uns dann ganz bald wieder in einem neuen Vlog oder in einem aufgebraucht Video.